Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus. Heute gegen Frankfurt auswärts. Gegen Frankfurt. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir dieses Spiel auch gewinnen. Zumindest ein Unentschieden. Frankfurt ist ein Punkt vor uns. Also auch ein enorm wichtiges Spiel, Freunde. Ein enorm wichtiges Spiel. Erstmal raus damit. So, erstmal der Abschlag. Das war ein Foul, Kollege. Ja. Wieso machen da beide jetzt einen Foul? Und wir sind total offen. Florentino bekommt da keinen richtigen Druck hinter. Gott, also wir sind überhaupt nicht richtig im Spiel. Frankfurt macht hier enormen Druck. Schon wieder ein Foul. Gelbe Karte gegen Mbabu. Wobei es ist eigentlich unser Spiel. Wenn der Gegner das Spiel macht. Und wir haben ja einen Amiri, wollte ich gerade sagen, der die Tore gerne mal macht. Jetzt hat ihn enorm wichtig. Wieso hauen die den nicht weg? Wieso haust du den nicht weg? Ey, das gibt es nicht, Alter. Rebic trifft. Also,
Wieso geht da keiner rauf? Oh, kommt wieder keiner hin. Und der geht nicht rein. Oh Mann. Ganz ruhig. So wie steht es auf den anderen Plätzen. Kann man nicht sehen. Toll. Wichtig ist es hier gleich gut aus der Pause zu kommen. Ey, wie kriegt er das? Oh, ich hätte diesen Doppelpass. Der so hüpft. Den hätte ich nehmen müssen. Wieso spielst du nach da? Wieso spielst du nach da, in Gottes Namen? Ja. Gibt keine gelbe Karte. Schön. Ey, das gibt es nicht. Ich habe keinen Bock, dieses Spiel zu verlieren. Ehrlich. Also ihr Nacho kriegt auch nichts hin, ganz im Ernst. So, der geht jetzt auch raus, kein Bock mehr. Wieso kriegst du nichts hin, Junge? Mann! Wieso läufst du nicht? Wieso läufst du nicht, in Gottes Namen? Das ist abseits, ey. Mann! Ey, wir kriegen nichts hin. So, Gerd geht jetzt raus. Barco kommt. Ich versuch's jetzt offensiv, Leute. War wieder zu weit. Abseits. Wieso bleibst du an diesem... Oh, krieg den Ball nicht. Dann ist er zu langsam für den Ball. Einwurf Eintracht Frankfurt. Das kostet uns alles wertvolle Zeit, Mann. Ah, das war ein Fehler, oder?
Ah, es wird es egal, wenn er durch ist. Dann ist das so. Dann verlieren wir halt dieses Spiel. Jo, wir verlieren es. Toll. Mann, Alter. Kommt noch ein Ehrentreffer. Nö, auch das bleibt uns verwehrt. Wir verlieren 2:0 in Frankfurt. Und verspielen die Europa League? Fragezeichen. So. Mainz hat gegen Leipzig 2:2 gespielt. Gladbach ist wichtig. Natürlich kann man es wieder nicht sehen. Ja. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ich bin schuld, das ist totaler Quatsch. Ich will einfach die Moral pushen. Ich danke Ihnen für. Ja, bitteschön. Damit ist Frankfurt weiter weg. Ich habe ganz vergessen. Ja, Amiri kann natürlich nicht spielen. Okay. So. Foden bekommt die einmalige Chance jetzt. Sessegnon wird spielen. Klaus wird spielen. Brooks und Tisseron werden spielen. Tonali. Und Arnold. Und da wird Lukas Metzschmar spielen. Amiri bleibt auf der. Ja. Mit dem können wir nichts anfangen, wenn er so ausgepowert ist. So. Pressekonferenz nehmen wir natürlich mit. Muchas gracias a todo el mundo. Las preguntas comenzarán pronto. Y con esto. So, dann gehen wir rein ins Bernabéu-Stadion. Ich möchte gerne beide in Auswärtstrikots. Heiter. So, gehen wir rein in dieses entscheidende Spiel, ob wir den Einzug ins Finale schaffen. Was natürlich eine Sensation wäre. Gehen wir rein. Wichtig ist es, hinten zu stehen. Wieso geht da keiner hin? Abschluss. Ich probiere es mit dem hinten, mit dem Aufbau. Ich glaube nicht, dass jetzt Real Madrid extrem pressen wird, so wie Frankfurt. Das war. Boah, Alter. Schade. Ja,
das gibt es nicht. Was war das denn für Fehler von Castells? So, jetzt dürfen wir nicht mehr hinten rein. Jetzt müssen wir offensiv. Wir brauchen jetzt ein Tor. Und Netschmann verliert da den Ball. Leute, verlieren wir jetzt hier gerade alles in zwei Spielen? Fragezeichen. Was ist das? Wieso nimmst du den Laufweg nicht? Oh, Alter. Er macht den Laufweg einfach nicht. Genau wie Sessegnon. Er macht den Laufweg erst zu spät. Die Flanke kommt natürlich nicht an. Aber noch ist eh nichts verloren. Im Moment stand jetzt Verlängerung. Oh, wie sie da spielen, Alter. Warum war das jetzt ein Foul? Wo war das ein Foul, bitte? Ey, ich fass es nicht. Wo war das bitte ein Foul? So, mach weiter. Bin schon wieder ultra genervt. Mach doch den Laufweg! Alter, er macht den Laufweg nicht! Meine Fresse! Hazard jetzt! Mach doch den Laufweg, Alter! Ah, schade! Klaus. Tisseron. Verschätzt sich da. Kann der Ball auch gerne mal ankommen. Oh, Tisseron macht den Schritt raus. Castells müsste ihn haben, hat er auch. Wieso macht da keiner den Laufweg? Wieso nicht? Mann. Da macht keiner den Laufweg mit. Und schon wieder macht da keiner den Laufweg mit. Oh. Jetzt egal, kommt die Brot. Und da macht er natürlich jetzt, pfeift er ab. Oh Gott. Wir gehen weiter so rein. Es macht hier schon wieder keiner den Laufweg. So, jetzt mal Sessegnon.
so sah. Und wir kriegen da schon wieder nichts hin. So, Foden. Ohne Worte. Wir wechseln. So, Foden geht raus, kein Bock mehr auf ihn. Ja, probieren wir zwar mit Mali, vielleicht kriegt der mal was hin, Gescheites. Ich glaube es zwar nicht. Chance hat er trotzdem verdient. Wir machen die Tore nicht. Es ist unglaublich. Pfosten. Klaus. Das müsste abseits sein, oder? Nee, ist es nicht. Und das war ein Foul. Alter, wo war das ein Foul, bitte? Immer noch alles offen. Jetzt aber, ich wollte gerade sagen, jetzt nicht mehr. Leute, was war das denn für ein Bug gerade? Und Sessegnon macht er jetzt endlich mal alles klar. Nein, schon wieder Pfosten, Mann! Entschuldigung, dass ich gerade so ausraste, aber es fesselt. Ich bin halt sehr emotionaler Mensch. Ich weiß nicht, ob uns hier vielleicht Amiri wirklich fehlt. Kann ich echt schwer beurteilen. Super gespielt. So, ihr Nacho darf dann auch nochmal kommen. Schade. Wieso verliert der Tonali den Ball? Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. So, bleibt sie bei der Verlängerung? Ich weiß es nicht, Freunde. So, letzte Möglichkeit. Wenn sie jetzt das Tor machen, dann war's das. Dann lege ich mich fest, Freunde. Castells kommt raus, hämmert ihn erstmal raus, aber weiter gefährlich. Weiter gefährlich. So, nein, nein! Gut, Verlängerung. Freunde, Verlängerung. Wir wechseln jetzt aber auch nochmal. So, das bedeutet, wir werden auf jeden Fall offensiver. Tonali wird rausgehen und dafür kommt. So.
Wir werden auf jeden Fall unsere Taktik beibehalten. Versuchen hinten gut zu stehen. Und dann nach vorne da mit diesen Kontern. Aber nicht so. Nicht so, Freunde, nicht so. Oh, ich sehe das Gegentor jetzt kommen. Barco. Arnold knallt mal rauf. Ah. Wieso war das jetzt ein Foul? Ich habe doch Ball gespielt. Pogba ist halt echt bei uns drin, ey. Da ist das Tor. Mali. Mali macht den Ausgleich, Freunde. Das heißt, Real Madrid braucht jetzt zwei Tore. Zwei Tore braucht Real Madrid. Super wichtig, super wichtig, Freunde. So, Ball behalten. Einfach den Ball bitte in den eigenen Reihen behalten. Freunde, ich muss das jetzt leider, tut mir leid, aber ich habe keinen Bock nochmal auf irgendwelche spannenden. De Viga. Und damit gewinnen wir das Spiel. Wir sind im Finale, Freunde. Aber jetzt erstmal volle Concentration auf die Bundesliga. Ich glaube, da haben wir nämlich noch, und wir spielen gegen wen spielen wir? Atletico Madrid oder Bayern? Das weiß ich jetzt gar nicht. Le agradecemos su atención, así como que haya aceptado contestar a estas preguntas. Gut, ich bedanke mich natürlich auch bei euch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.